Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Vesperia. Oh yeah, ich freue mich so drauf, dass du Let's Playen. Das ist so schön. Reden wir die Wache hier an. Das ist die Festung Daidon. Sie liegt zwischen der Hauptstadt Saphirs und Halure, der Stadt der Blühen. Blüten halt, ne? Nach Süden geht es in die Hauptstadt, nach Norden, nach Halure. Die Festung wurde zwischen den Bergen gesetzt, um das Anrücken der Monster zu unterbinden. Unsere Aufgabe ist es, gegen diese Monster zu kämpfen. Für Reisende haben wir keine Zeit. Nett. Ja. Wir speichern mal einfach mal so. Yeah, live speichern, let's play. Okay. Also schön. Ich hatte meine Ruhepause. Jetzt ist es an der Zeit aufzubrechen. Natürlich kann ich nicht alleine gehen. Ich muss warten, bis alle anderen bereit sind. Händler wie wir, die Waren ausliefern, reisen in Gruppen. Wieso? Wegen der Monster. Natürlich, ne? So viele Wagen greifen sie nicht an. Es wäre Wahnsinn, in kleinen Gruppen zu reisen. Ja, so wie wir, ne? Wir sind gerne wahnsinnig. Wahnsinnig gut. Sein was? Nee. Ich werde nach Hallo aufpressen. Hallo ist Reis an Heilkräutern und ähnlichen Dingen. Drogen, ne? Bisschen Samen kaufen. Ah, Hallo. Niemand in Saphirs kann sich eine Stadt in solch einer Harmonie mit Natur vorstellen. Ich liebe meine Arbeit. Und Samen. Lagerraum? Für den Lagerraum ein. Das bist rein. Das ist das Lager für die Festung. Der Lager wird vom Markt der Fortuna verwaltet. Es ist überhaupt nicht aufgeräumt ist. Ich rede komisch. Da es überhaupt nicht aufgeräumt ist, wäre es mir lieber, wenn du nicht reingehen würdest. Okay. War das Warenhaus oder? Diese Vorräte sind ausschließlich für die Grenzposten bestimmt. Es tut mir leid, aber ich kann nichts davon abgeben. Wenn du Vorräte brauchst, wende dich an einen umherziehenden Händler draußen. Sie haben ein reichhaltiges Angebot und werden dir gern was verkaufen. Passt zu dem wäre nicht richtig. Toll. Sollen wir keinen Apfel nehmen? Diese Station ist nur für Wachen vorgesehen. Unbefugten ist der Zutritt nicht gestattet. Es wird darauf hingewiesen, dass niemand die Hintertreppe hinaufsteigen darf. Die Obertrag der Brustwehr bietet unter keinen Umständen Betreten. Oh, betreten und jetzt. Oh. Wow, das ist so gut bewacht hier, die Burg. Hallo. Wie, du sollst nicht hier oben sein. Wie du wahrscheinlich sehen kannst, kann man mich von unten nicht sehen. Das ist großartig. Was daran so großartig sein soll? Niemand kann sehen, wenn es. Du weißt schon. Was findest du jetzt noch heraus? Hihi. Ja. Ich hoffe, er meint schlafen oder so. Ich denke jetzt nicht in irgendeiner sexuellen Weise. Auch wenn wir es 2 Uhr nachts haben. Nein, daran denke ich nicht. Nein, nein. Wer bist du? Hey, hold on. Hello? I beg your pardon, but what are you looking at? Humanity at work. A tenacious attachment to this life. Huh? Why? Why must humans live the lives they do?
They fight for a share of monopolized technology and hurt even those closest to them. Hm? Are you talking about Blastia? I can't speak for anyone else, but it doesn't seem to me like there's any reason why we get dumped into the world. But once you're here, you just do what you can to give this life everything you've got. Perhaps there is truth in what you say. Hey! War das Malek gerade, die Stimme von Malek? He's gone. What was that all about? Got me. They say the heat can make people go a little crazy. Is it hot? Okay, das war sehr komisch als Zeitgenosse. Der sich auch wahrscheinlich teleportieren kann, über Sachen springen kann, dass wir nicht so tun können. Dass wir gar nichts können. Hm. Ich glaube, das sollten wir austriggern, ne? Ich glaube, das war so vorbestimmt sogar. Naja. Ich dachte, vielleicht gibt es nur ein paar Geheimnisse, aber ich glaube, das war Pflicht von uns. So, wir müssen mal Aufrister hinsetzen. Auch viele Händler hier. Kleines Kind. Noch mehr Händler? Oh. Okay, wir dürfen hier nicht da rein. Oh, wir gerade ein bisschen aufstoßen. Magisches Auge. Scheiße, das habt ihr übersehen. Das habt ihr so schnell geklickt. Ich glaube, Apfelgummi war es, oder? Guck kurz die Items mal nach. Oder Rindfleisch könnte auch gewesen sein. Wir haben ganz schön viele Sachen. Ich will mal Synthese machen. Wir haben echt viele Sachen. Die Gebiete hinter der Barriere mögen zwar gefährlich sein, aber darüber kann ein Händler sich nicht beschweren. Natürlich wird man flink, wenn man den ganzen Tag von Monstern davonrennt. Diese heiligen Tränke halten mich erst über Wasser. Leider habe ich keinen einzigen mehr übrig, aber wenn ich welche kriege, solltest du unbedingt ein paar kaufen. Ja. Nee, heilige Tränke sind nicht für mich. Ich will einen finsteren Trank, wo ich mehr Monster bekomme. Denk nur, wie viele Leute nie den Schutz der Barrieren verlassen. Ich bin froh, dass ich hierher komme. Also ich bin unterwegs, um Waren von Safis nach Haluro zu liefern. Die Festung Daedon war ursprünglich ein Außenposten, der von Schutz der Hauptstadt diente. Sie ist aber auch ein großartiger Ort, um sich mal so richtig auszuruhen. Was ich mich hier gerade frage, gibt es vielleicht keine Kriege oder so? Gibt es so mehrere Kontinente? Ich meine, es gibt verschiedene Städte, klar, ne? Aber irgendwie, wo wir waren, das war so die Hauptstadt von diesem ganzen Kontinent wohl, ne? Bitte? Und eine Unterkunft für Reisende, die die Festung besuchen. Eine Übernachtung kostet 100 Gold. Möchtest du bleiben? Ja. Ein bisschen TP aufladen, das ist immer gut. Du kannst jederzeit wiederkommen, falls du müde werden solltest. Wir können als Unterkünfte zwar nur Zelte bieten, aber das ist besser als auf der Straße zu kampieren. Da hast du recht. Das ist auch nett. Eine Reise. Ich muss in meinen Wagen steigen und meine Ware ausliefern. Alle warten auf dieses Zeug. In eine neue Stadt zu kommen, wird ja so aufregend werden. Wie viele neue Freunde werde ich wohl finden? Ich hoffe, ich finde 100 neue Freunde. Oh. Viel Glück. Meine Frau sagt zwar, sie wolle mitkommen, aber jetzt jammert sie nur noch. Auch mir macht das keinen Spaß. So viele Monster, das war mein letzter Ausflug außerhalb der Barriere. Unsere Jungs freuen sich, die Welt zu sehen, aber ich muss meine ganze Familie schützen.
Es ist nicht leicht. Jetzt verstehe ich, warum die meisten Leute niemals die Perle verlassen. Ich hoffe, es ist okay, wenn die Leute ein bisschen mal anders so reden. Also, das ist einfach mal so ein bisschen Abwechslung auch für mich. Mein Mann. Mann, bin ich müde. Ich will nicht mehr in die Zeit schlafen. Nicht mehr im Zelt schlafen. Ich will immer ein schönes weißes Bett. Ich habe immer gesagt, dass ich nur einmal aus der Stadt raus will. Ich weiß jetzt, dass einmal auch genügt. Gehen wir endlich nach Hause. Ich hole mir noch einen Sonnenbrand. Mein Bruder will wahrscheinlich auch gehen. Jeder, der wirklich reisen will, hat meiner Meinung nach nicht alle Tassen im Schrank. Ist doch super. Was zur Hölle ist das? War das Staubwolken da? Stop the main charge. Remember your training. Ja, das war's doch. Cool. Okay, they're all in. Close it up. Hold the gate. There's still more. We just left the capital and things are already getting crazy. That's it. I'm cursed. I know it. The gate! What the hell? Cut it out! Estelle, you wait over... Hey! Help the girl! Whatever you say. Please, I can't get up. Ow! The monsters! The monsters! Everything's gonna be okay. Hey, Papa! Hey, I can stand! Go in the hold! Hurry! So much for keeping a low profile. Yuri! How can I ever thank you? Oh, it's nothing, really. I'm not sure what I would have done if you hadn't cured me. Thanks. I'm just thankful that everyone's safe. Whoa. All worn out, huh? It really is dangerous beyond the barriers with so many ferocious monsters around. This place could definitely use a barrier against a pack that big. Couldn't they install a barrier blastia here? No. Barriers are a precious resource. You're right. And with the current technology, we can't make any more. If only we could recover the secrets of the ancient Garayos civilization. They created the blastia. Even if that were to happen, I can't see the Empire using the knowledge for the common good. You two there! I'd like to have a word with you. So why don't you let us through? I'll beat those monsters to a pulp with these fists of mine!
How many times do I have to say it? These monsters are tougher than you think. You dare to doubt the power of the monster hunters? Was für eine geile Waffe. Stop! Stay out of this! You knights cheated us out of a job back there, and now we're gonna work off some steam! Hey, hold it! It's always the same with these guild idiots. Great, we'll never get through as long as this keeps up. But Flynn is headed to Halor, and we're so close. Well, getting caught by the knights wouldn't be too fun. Let's find another way through. We made quite a scene, didn't we? I was so worried once those knights noticed us. I told you we couldn't stand out. You were the one who just jumped. I can't just look away when monsters are attacking someone right in front of me, right? What's so funny? I'm sorry. That sounded just like the way Flynn described you, that's all. He often said that you could never turn a blind eye when someone near you was suffering. Well, next time you see him, you tell him that I said he's the same way. I'll do that. Jo, was geht? Sagt nix. Diese verfluchten Monster. Ich kann nicht glauben, dass sie uns aufhalten können. Es dreist, um mein Herz mit Hass zu erfüllen. Okay, ich lasse mal in Ruhe, Digga. Wir gehen jetzt hier raus, ne? Ich hoffe, wir können jetzt hier rausgehen. Noch mit ein paar Leuten reden? Immer noch. Mit der da? Man kann sich noch so gut vorbereiten, aber wenn man den Herren der Paris begegnet, also den Heeren der Paris begegnet, hilft überhaupt nichts. Es soll noch einen anderen Weg geben, der in der Nähe von Halor führt. Leider weiß ich aber nicht, wo der ist. How about coming to work for me? You'll be paid, of course. Hmm. Watch your manners around the president. Well, what do you say? So, it's not bad manners to try and buy someone without even introducing yourself? Watch your mouth! You're just as charming as I expected. I'm Kaufman of the Merchants Guild Fortunes Market. We handle everything from trade to distribution. Guilds, huh? You see, I'm in quite a tight spot, and it's all thanks to these tremors. I'd rather not know, but was that the work of a monster? Yes, the Lord of the Plains. Lord of the Plains? He's the leader of that pack of monsters. The leader? Man, there's some amazing things out there. Do you know if there's another way we can cross the plains? We're in a hurry. I'm afraid you'll just have to wait for the Lord of the Plains to leave. Huh. I guess there's no point getting worked up over it. But I can't afford to just sit and wait. I'm gonna get a second opinion. You're with a guild that does product distribution, but you don't know any other routes? I could hire you and just charge through once the leader moves on, but you don't seem interested. If it's bodyguards you want, why not hire the knights? Are you forgetting that we guild members have thrown away our rights as imperial citizens? Once you leave the Empire behind, you can't expect them to help you a whole lot. So naturally, the Imperial Knights would never deign to escort the likes of us. Wow, you really stick to your principles. Without that level of determination, one could never hope to run a guild. Well, maybe you could use your determination to do something about that Lord of the Plains. Go to the Khoi Woods that lie to the west of here. If you pass through the forest, you'll come out on the far side of the plains.
But the fact that you guys aren't going that way must mean we have some surprise to look forward to. I like a boy with quick wits, but I like one that doesn't waste a potential investment even better. Thanks. I owe you one. Maybe I'll talk to you about that job if we meet again. Oh yeah. Wir sind erst so ein Ficker, ey. Estelle. I'm not waiting around for the monsters to leave or anything. I'm just resting a little. Oh, I see. Well then, I guess I'll just have to take the other way around by myself. What? How did you... Hey, wait for me! That woman who gave us directions, she said she was in a guild, right? That was Miss Kaufman of Fortune's Market. Man, giving up their rights as Imperial citizens and just living free. Yuri, are you interested in the guilds? Interested? Nah, I just never had much contact with them. Back in the capital, there weren't any gritty guild types who'd refuse the Knight's protection. We may meet lots of people in guilds before we're done with our trip. I hope they're a little less aggressive than that woman was. Okay, Gilden, interessant. Können wir jetzt in eine Gilde rein und Aufträge erfüllen? Das wäre eigentlich sehr geil. Das wäre wirklich geil. So eine Gilde reinzugehen, ja, das wäre cool. Oder selbst eine Gilde aufzumachen. Okay, Gegner, komm her. Rückschritt, wir gehen nochmal Rückschritt. Kurz müssen sehen. Okay. Ja, ein bisschen mal einen Rückschritt lernen. Ja, ein bisschen lernen den Rückschritt und nehmen schon wieder 22 Minuten auf. Ey, WTF. Das kommt mir gar nicht so lang vor. Muss wieder einen Cut machen, ey. Ich fange aber sofort wieder an, ey. So. Schön, Leute. Ich sag da mal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Nau Magi.